und das Behältnis, wo du deine Zahnbürste, deine Haarbürste, deine Zahnpasta, Haarspray, lauter so ein Zeug reintust. Und ich habe dazu in meiner Story Waschtasche gesagt, weil es für mich halt die Waschtasche ist. So. Da dachte ich halt auch so, what? Das wurde halt nicht akzeptiert von unserer Community, Julia. Nee, von mir halt auch nicht. Ganz ehrlich, was zur Hölle ist eine Waschtasche? Du tust dein Zeug rein, mit dem du dich dann quasi sauber machst und wäschst halt. Mit deiner Zahnbürste wäschst du quasi deine Zähne, auch wenn du putzen dazu sagst. Aber ist ja dasselbe. Was sagst du denn? Also ich würde sagen, es ist ein Kulturbeutel. Aber was zur Hölle, also jetzt wo ich drüber nachdenke, warum zur Hölle heißt das Kulturbeutel? Ja, da eben. Da ist doch keine Kultur in diesem Beutel. Ja, und es ist nicht mal ein Beutel. Genau das ist es. Kein also, Beutel. Also Wasch ist ein viel besserer Begriff vor Beutel oder Tasche als Kultur. So, was hat denn das mit Kultur zu tun? Ja, das macht eigentlich wirklich gar keinen Sinn. Gar nichts. Also weder irgendwie gesunde probiotische Kulturen sind da drin, als auch die Mayas oder die Azteken sind da auch nicht drin versteckt. So.